Ich weiß es nicht. Doch, da ist doch ein Loch. Ich kann jetzt von oben die Bombe platzen lassen. Wie nice ist das denn? Hey, wo ist denn ein Loch? Ich werde die Bombe platzen lassen. Ja, lass die Bombe platzen. Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars zusammen mit German Let's Play aka Manuel L. Kryptonite Jackson. Oh ja, Bergmann Müller. Warum immer Müller? Verstehe das nicht. Ich will auch so einen Hast coolen. Du doch gesagt. Ich will auch so. Echt? Hab ich? Das hab ja. ich nicht. Ach, das ist doch, schon wieder. Das ist doch schon wieder nur für die Klicks irgendwas ausgedacht. Gut, wir haben heute eine grandiose Challenge. Allerdings wohl nicht unter meinem Video gepostet, sondern unter den Videos von Manus. So verzweifelt bin ich schon, dass ich bei externen Quellen nach Challenges suchen muss. Die kommt von Maxi100Tech und er schreibt: Ich weiß, das Video ist nicht von Berge, aber trotzdem, ich lasse die Bombe platzen. Challenge. Berge und GLP spielen zusammen und sammeln möglichst viel Gold. Dieses geben sie für TNT aus. Bevor ihr das Bett abbaut, müsst ihr das TNT zünden und sagen: Ich werde die Bombe platzen lassen. Genau so ist es. Und das bedeutet natürlich, dass wir extrem viel Gold brauchen. Und Manu ist natürlich gerade schon wieder wieselflink unterwegs. Allerdings aber Eisen, auch bitte aber auch mit der verkehrt. Betonung, ne? Also die... Ich werde die Bombe platzen lassen. Ja, aber so sprechen kann ich nicht. Aber ich sag das in meiner... Klar in meiner... kannst du das. Ich werde die Bombe platzen lassen. So? Hey, jetzt bauen wir uns gerade doppelt dahin. Hä, du baust du das zum Eisen? Ja, ich habe mich von da aus dann auch dahin gebaut. Oh oh. Weil es einfach kann. Hier ist aber schon einer, der die Bombe platzen lassen will, glaube ich. Als ob der das könnte. Ich habe ein Schwert jetzt gleich. Okay, und ich habe schon mal zumindest einen Bogen. Okay. Dann komm zurück, bitte. Komm yep. zurück. Ich komme zurück zu dir, mein Schatz. In meinen Armen. Die neue Single von Manuel Jackson und Birgi Müller. Okay. Birgi Müller, wow. Birgi Müller? Oh, ich kann mir auch einen Bogen kaufen. Nice. Und ich baue mal ganz kurz ein Bett ab, okay? Okay, aber du musst vorher die Bombe platzen lassen. Nee. Doch. Das Bett hole ich mir jetzt so. Nein. Manuel. Es stirbt jetzt. Nein. Da, hier, siehst du. Nein! Das warst du gar nicht, oder? Ich habe ihr Bett platzen lassen. Ja, aber du musst doch vorher TNT, das ist doch die Challenge. Die Challenge ist, dass ich... Ja, die Challenge ist, dass du vor jedem Bett abbauen und die Bombe platzen lassen musst. Diese geben sie für bevor... Ach, bevor ein Bett... Ja, okay, ja. Ich hätte mir die Challenge vorher mal durchlesen sollen. Das wäre natürlich ganz geil wäre gewesen. Eventuell besser gewesen, okay. Ja, Leute, wie gesagt... Dann war das ein Unfall. Dann war ja, das du bist noch neu in der Challenge-Welt. Das ist völlig in Ordnung. kannst du mich mal bitte abholen? Der kleine Timmy findet nicht mehr zurück. Okay. Oh Gott, ich habe 7 Gold. Deswegen, das wäre okay. ziemlich von Vorteil. Warte, ich muss einmal schnell Essen holen, weil dann kann ich mich direkt da bleiben. So, und... oh Gott, alles klar. Bist du in der Mitte, oder was? Ja, ja. Okay. Da kommt einer. Nee, das bist du. Okay, alles klar. Und ich, ja, ja. Okay. Blau ist übrigens auch, glaube ich. Oh, da kommt einer. Oh Gott. Okay, weg, komm. Ich hol Gold. Ja, ich komm nicht weg. Ich habe keine Blöcke. Achso, okay. Warte. Hier. Ich habe auch nur 6. Das müsste es eigentlich reichen. Das müsste reichen. Durchaus. Dann bleib du erstmal hier. Ja. Ach so, ich dachte die ganze Zeit, das wäre einfach eine Challenge, wo wir so aus Spaß ein bisschen TNT zünden. Challenges sind doch kein Spaß hier. Also echt? Wirklich, nee. Ach, mein Gott. Hier werden schon richtige Bomben geplatzt. Okay, der... Was ist denn mit Grün eigentlich? Oh, der kommt jetzt. Oh, und ich hab Eisen. Geil. Nice. Ich hab ihn gerade in der Luft noch... ich verstehe, manchmal habe ich so ein paar... Ja, Shots. Die Heckenhalle ist okay. Ja, ich weiß, es tut mir leid, ey. Ich wollte es nicht so genau sagen. So, ich werde jetzt mal eine Bombe platzen lassen. Braucht dafür aber nochmal schnell Eisen. Vorsicht, da ist übrigens eine Lücke. In unserem ansonsten doch architektonisch sehr, sehr eindrucksvollen Weg. Nicht, dass du da reinplumpst. Ach, hey, wo ist denn da eine Lücke? Ja, so nach der Treppe direkt. Hast du noch Eisen übrig? 4. Okay, ich brauche aber selber Eisen für eine Rüstung. Okay, das ist natürlich sehr schön, wie wir das hier alles teilen. Also gar nicht? Ja. Das spawnt auch ein bisschen. Ja. Quack, jetzt habe ich gegessen und jetzt geht's mir wieder gut. Nice. Okay, da ist einer in der Mitte, dem kannst du vielleicht, wenn du magst, einen Besuch abstatten. Nee. Okay, unser Bett ist provisorisch eingebaut. Okay. So, schön. Dann können wir jetzt eigentlich... Die Bombe platzen lassen, ich bin jetzt auch soweit. Ja, richtig. Ich brauche nur noch ein bisschen Gold dafür. Ja. Ich, dann musst Alter. Du mal auf Entdeckungsreise gehen, mein Lieber. Der Typ da hinten, den können wir runterkicken. Okay. Trefft den einfach nicht. In seiner... Bei seiner Eisenbase da, oder was? Oh, ja, aber der fällt doch an der Seite nicht runter. Wie willst du das machen? Ach Vorsicht, so. Hier ist jetzt gleich die Lücke.
Ach, das meinst du. Ja, klar, das kenne ich. Ist ein Klassiker. Classic. Okay, ich geh okay, vier Gold, dann lass die Bombe mal platzen. Ja. Wieso geht der nicht runter, da? So, jetzt ist er tot. Okay, soll ich wow. Zu, okay, ich gehe hier zu denen, zu Gelb. Ja. Problem ist natürlich, dass man von oben nicht so richtig nice die Bombe platzen lassen kann. Ach, come on. Max Paul. Ah, verdammt. Aber ich habe jetzt 8 Gold und kann mir dadurch natürlich auch eine Bombe kaufen. Okay, aber wirst du sie auch platzen lassen, Manu? Ich denke schon, ja. Dafür bin ich bekannt. Ein Feuerzeug okay. Brauche ich auch noch. Ja. Ach, dafür brauchtest du das Eisen. Ah, jetzt verstehe ich dich. Okay, die Map ist leider echt... Oh, kann ich von oben die Bombe platzen lassen? Das wäre natürlich müsste richtig gehen. Geil. Müsste eigentlich gehen, ja. Ist da oben, ist da oben... Guck mal kurz, bei unserer Base oben ist da ein Loch? Nee. Nee, schade. Oh, das kannst so nice du da gewesen. Ein Loch reinmachen? Ich weiß es nicht. Doch, da ist doch ein Loch. Ich kann jetzt von oben die Bombe platzen lassen. Wie nice ist das denn? Hey, wo ist okay. Da denn Loch? Ich werde die Bombe platzen lassen. Ja, lass die Bombe platzen. Okay, es hilft nix. Oh, er ist bei mir. Was? Oh, Manu? Der Grüner war auf einmal bei mir, Alter. Der hat mich voll überrascht. Nee, ist schon gut. Ist schon gut. Alles okay. Ey, ich der muss Bellmann. Ganz ehrlich sagen, ich bin gerade zutiefst beeindruckt von dem Gelben hier. Danke, dass du nicht geliefert bist. Danke! Und er schreibt noch Juhu. Guck mal, das ist jemand, der richtig sich freut auch mal darüber, weißt du? Ja, einfach zumindest zu sterben. Eine Runde gespielt zu haben. Ganz im einfach Ernst. Einfach mal zu sterben. Ich habe gerade tiefen Respekt vor dir. Ey, wir haben die Bombe gerade auf jeden Fall richtig hart platzen lassen. Ich werde jetzt die Bombe wieder platzen lassen. Okay. Pass auf. Nein, ich habe mir keine Spitzhacke. Ja, dann musst du das okay, Bett halt auch sprengen. Ich werde die Bombe jetzt platzen lassen. Ja, mache ich auch. Okay. Oh, das ist aber eine gute Platzgeschichte doppelt. Da. Lässt die Bombe doppelt platzen? Oh, ja. Oh, nice! Bett freigesprengt? Nee, nicht ganz. Okay. Fuck, ich habe leider auch keine. Nee, dann müssen wir okay. Das Bett aufsprengen, oder? Wenn das geht. Ja, komm, nee, zumindest aufsprengen. Dann holen wir noch eine okay, Fuhre warte, Gold. Okay, warte. Ich habe ich hab noch ein bisschen Gold. Dann komme okay. Ich mal bei den Gegnern ein. Okay. Ich habe jetzt einfach bei den Gegnern eingekauft. Ich lasse platzen. Okay, warte. Kannst du noch 2 Sekunden warten? Platzen, kannst du noch 2 Sekunden warten? Nein, Manu! Ich will sehen! Oh Gott. Da ist die Bombe geplatzt und... Okay, hier oben ist noch einer. Viel zu locker, easy. Achso. Hinter dir. Wo denn? Ja, der ist hier, der hat hier verarscht oben... du mich etwa? Verarscht nee, du der mich? Der hat hier oben die Bombe platzen lassen. Hallo. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Ich hätte fast die Bombe fälschlich. Okay, nice. Der andere rennt weg, der andere rennt zu uns. Ah, da ist er. Nein. Okay, er lässt ihn mal zu uns rennen. Werde ich ihn treffen? Nee, er rennt gar nicht zu uns. Fuck, wohin geht er denn? Wohin? Ah, er rennt zu blau. Vielleicht will er auch die Bombe platzen lassen. Man weiß es nicht. Hallo. Oh, es tut mir leid. Hört ihn nicht? Lass ihn wegspringen. Okay. Warte. Ich komme mit Gold. Mit TNT. Sekunde. Ja, ich kann er richtig viel TNT kaufen. Nein! Stop. Nee, ist er nicht. Oh, Gott sei Dank. Lass mich bitte die Bombe platzen. Oh, wie gemein das gerade ist. Ja, du hast auch TNT. Warte, ich habe auch nein! Noch mal vier. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Okay. Oh, nee. Hast du ihn weggesprengt? Nein, also er ist über die Bombe rübergelaufen. Ich hätte die Bombe halt anders platzen lassen sollen. Das aber egal, wir haben die Bombe platzen lassen und das ist eigentlich die Hauptsache. Ja, ich würde sagen, eine kurze. Ich muss mich gleich direkt in die nächste GTA-Aufnahme, damit ihr morgen wieder GTA kriegt. Deswegen lassen wir es bei dieser kurzen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gern eine bombastische Bewertung da und schaut auch bei Manuel L. Kryptonite vorbei und. Bergmann Müller. Und ich dachte, es wird noch eine fette Single. Wir brauchen noch einen Liedtext. Ey, Manu? Liedtext? Come on, wir haben doch schon eigentlich die Hook, Alter. Ich werde die Bombe platzen lassen.
Okay, überlegen wir mal. Eine Mischung daraus. Ja, Leute, ey, das wäre cool. Kreative Leute unter euch, pickt euch mal das. Quatsch, das. Ich werde die Bombe platzen lassen von Manu und mir und legt das mal auf den Song von Doop 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 Doop. Und das sendet ihr mal bitte Manu und mir per Twitter. Und der geilste, die geilste Einsendung, die kriegt irgendwas Cooles. Das wäre eine ganz fette Idee. Und das reichen wir dann bei iTunes rein, stürmen die Charts und alles wird gut. Leute, wenn ihr. Aber noch ohne euch. Ohne euch. Doch, natürlich. Aber wir gehen auf Konzerttour dann. Es wird ganz großartig mit ausverkauften Hallen und naja, dann schminke ich mal nur noch. Oder auf dem Videoday. Oder auf dem Videoday. Wenn ihr auch eine tolle Challenge habt, dann natürlich super gerne in die Kommentare damit. Und wenn ihr eine tolle Challenge unter den Kommentaren lest, dann liked die natürlich, weil dann orientiere ich mich so ein bisschen daran, auf welche Challenge ihr Lust habt. Leute, euch noch einen fantastischen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, Manu, fürs Dabeisein. Tschüss.